Lange her. Na, so lange ist das auch nicht her. Weiß ich, glaube, das war in Düsseldorf mal irgendwie 2006 oder so. Also, oh doch, das ist das so lange her? Ich glaube ja. Ja, so vergeht die Zeit. Und ich vermisse sie im deutschen Fernsehen. Der einzige, letzte große Entertainer, den Deutschland hat. Ja, nein, ja, was soll ich da sagen? Jetzt aber wieder als Olaf zu hören. Ich meine, Olaf ist ja eine der knuffigsten Disney-Figuren überhaupt. Wie viel Spaß hat es gemacht, Olaf wieder zu sprechen? Also den Olaf zu sprechen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Vorlage ist so unglaublich gut, dieses Drehbuch. Jeder Satz sitzt. Entweder ist Olaf tiefsinnig oder er ist komisch oder rührt einen emotional an. Und jeder Satz ist auch immer eine Herausforderung. Also insofern, das macht viel Freude. Und als wir dann fertig waren im Studio, habe ich das eigentlich sehr bedauert und hätte mir gewünscht, ich hätte noch 2-3 Tage weiter synchronisieren können. Wenn man jetzt so eine Rolle wie Olaf einspricht, der ja auch viel physisch irgendwie aktiv ist, machen Sie das dann relativ statisch oder bewegen Sie sich dabei auch, um eben dieser Stimme mehr Kraft zu verleihen? Wie sieht das so aus im Tonstudio? Ich bin froh, dass wir im Tonstudio selten eine Kamera dabei haben, weil ich stehe natürlich nicht nur vor dem Mikro oder sitze vor dem Mikro und spreche tapfer meinen Text, sondern wenn Olaf rennt, fällt, rollt, fliegt oder was auch immer, dann muss die Stimme natürlich auch so klingen, als würde er fliegen, rollen, rennen, hätte Wasser im Mund oder ähnliches. Und insofern ist das körperlich schon eine ganz schöne Herausforderung. Ich turne da ordentlich vor dem Mikrofon herum. Also wie Sport? Sonst, das ist wie Sport. Also nachdem, ich glaube, der vorletzte Synchrontag, da haben wir sehr viel Action-Szenen gehabt. Am nächsten Tag konnte ich die Arme nicht mehr bewegen. Ich hatte so einen Muskelkater. Wahnsinn. Und diese Figur jetzt irgendwie so, ich meine, ist ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will es nicht spoilern, aber es gibt da eine Szene, da hatte selbst ich Pipi in den Augen. Wie emotional ist es manchmal auch, wenn man da sozusagen... Also ich sage das jetzt ganz ehrlich, ich weiß natürlich, um welche Szene es geht. Ja. Olaf hat eine so emotionale Szene, dass es einen vom Kinohocker reißt. Die Regisseurin und ich, nachdem wir das gemacht hatten, sind uns ungelogen, weinend in die Arme gefallen. Ich muss schon wieder heulen, wenn ich dran denke. Und konnten eine Viertelstunde uns erstmal nicht beruhigen. Sowas ist mir noch nie passiert. Wir sind beide wirklich vor die Tür gegangen und gesagt, boah, jetzt erstmal beruhigen nach dieser Szene. Und das zeigt auch wirklich, wie hoch die Qualität ist, weil die Animation, Die ist ja einzigartig. Das ist ja also so eine Brillanz, Wahnsinn. Ja. Sind Sie selber Disney-Fan? Also gucken Sie auch gerne solche Filme? Natürlich. Ich habe jeden Disney-Film zu Hause in der Mediathek oder Bibliothek oder wie man das nennt. Es gibt, glaube ich, keinen Disney-Film, den ich nicht gesehen habe. Und das ist auch ein perfekter Weihnachtsfilm, auch so zur Einstimmung irgendwie auf die Festtage. Ja, es ist ein perfekter Weihnachtsfilm. Es ist natürlich der perfekte Familienfilm. Und dann haben wir hier noch den ganz seltenen Fall, dass die Eiskönigin 2 nach meinem Geschmack oder für meinen Geschmack besser ist als der erste Teil. Das hat man selten, aber ich finde den zweiten Teil noch stärker. Auf jeden Fall. Wie feiern Sie Weihnachten? Gibt es da so ein paar Routinen, die Sie immer gerne machen, irgendwie am Heiligen Abend irgendwie kochen oder schmücken oder irgendwas anderes? Also ich werde sicher um Weihnachten rum mir wieder den ein oder anderen Disney-Film zu Gemüte führen und schön in der Familie wird gedisneyt. Okay. Verschenken Sie auch dann solche Sachen zum Beispiel irgendwie so an vielleicht irgendwie Familienmitglieder, Enkel und so weiter, so Figuren oder sonstige Sachen irgendwie aus eben diesen Film? Ja, ich werde natürlich auch mal gefragt, du sprichst den Olaf, kannst du uns nicht irgendwie so ein Stofftier? Und da sind die Disney sehr großzügig. Okay. Haben Sie auch schon mal so vielleicht irgendwie im Familienkreis dann zum Beispiel auch mal so einen Anrufbeantworter besprochen, eben in der Stimme als Olaf, so ein Motto, hallo, hier ist Olaf? Ja, mache ich schon, dass ich Anrufbeantworter bespreche als Olaf, ja. Mache ich auch gerne. Ich habe Sie wirklich, ja, habe ich vorhin schon gesagt, eingangs lange nicht mehr gesehen im Fernsehen und würde mir wünschen, dass Sie wieder mal zurückkommen. Ist daran zu denken, so ein Comeback irgendwie so vielleicht in einer eigenen Show oder in einem ganz eigenen Personality-Format vielleicht? Also was mir Spaß macht, ist die Synchronisation, beispielsweise von Olaf in diesem Disney-Film. Ich drehe gerne nochmal den ein oder anderen Kinofilm. Ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich nochmal einen Fernsehfilm mache, aber die große Show wahrscheinlich eher nicht. Aber gibt es da noch eine Wunschrolle, wenn Sie jetzt sagen, Sie stehen auch gerne vor der Kamera, irgendwas, was Sie unglaublich gerne mal spielen würden, so eine Wunschrolle? Es gab und gibt eine Wunschrolle, die ich jetzt im neuen Kinofilm mit Bulli Herbig spielen durfte. Bulli spielt in dem Film den Barntelkramer und ich spiele seinen Gegenpart, den Teufel. Aber erst nächstes Jahr.
Also ich habe schon gespielt, aber erst nächstes Jahr im Kino. Das gehört jetzt hier nicht her. Okay, weil es eine starke Rolle ist. Also Teufel stelle ich mir irgendwie wahnsinnig vor. Ja, hat Spaß gemacht. Okay, und nochmal vielleicht ein letztes Wort zu Olaf. Wenn Sie diesen knuffigen Kerl so sehen, ich meine, also wie sehr, gerade wenn man so eine Figur auch spricht und wenn man eben weiß, also man ist ja derjenige, der der Figur für die deutsche Fassung zumindest das Leben einhaucht, den also quasi alle Kinder auch aufgrund der Stimme und dieser ganzen Rhetorik eben lieben. Also wie sehr ist das auch so ein, vielleicht sogar ein Teil von Ihnen geworden, eben Olaf, eben nach zwei Filmen? Also ist der Olaf ein Teil von mir geworden? Wenn man das so sagen kann, in gewisser Weise. Ja. Man verliebt sich vielleicht in so einen Charakter, dass man eben sagt, der ist irgendwie jetzt so herzerwärmend, dass man eben sagt, man ist stolz darauf, da ein Teil von zu sein. Irgendwie. Also ich wäre gerne so lieb wie der Olaf, so unschuldig wie der Olaf. Manchmal wäre ich auch gerne so naiv wie der Olaf. Und ich wäre gerne so lustig wie Olaf. Also insofern ist er für mich ein Vorbild.